Mehr als die Hälfte des Mai ist schon wieder um und daher wird es höchste Zeit für ein neues Watchlist-Video. Viele Aktien sind sehr deutlich gefallen, das bietet auch durchaus Einstiegschancen. Daher sind auch einige neue Aktien auf meiner Watchlist. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Wir wechseln gleich direkt an meinen Bildschirm, um uns die neuen Aktien auf meiner Watchlist sowie ein paar spannende Artikel und Einblicke anzusehen. Vorher kurz der Disclaimer: Meine Videos sind keine Empfehlung oder Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Denkt selber nach, recherchiert und handelt dabei immer möglichst rational. Die möglichen Risiken aus Investitionen müsst ihr natürlich selber tragen. Lest euch auch den Disclaimer auf meiner Webseite durch. Die Börsen bleiben volatil. Ihr seht hier den Nasdaq, der ist jetzt year-to-date fast 30% im Minus. Einige Werte hat es da deutlich schlimmer getroffen, noch als den breiten Index. Da schauen wir gleich nochmal rein. Jetzt mal guckt, der S&P ist jetzt mittlerweile year-to-date 16% im Minus. Das ist schon ein sehr ordentlicher Rücksetzer, aber sicherlich noch kein Crash im breiten Index. Im Tech-Bereich kann man, glaube ich, durchaus schon von einem Crash sprechen. Zumindest wenn ich mir zum Beispiel meine About You Aktien angucke, die mittlerweile 60% im Minus sind. Also es ist echt krass, wie tief dann doch einige Werte wirklich fallen können, wenn sich mal das Sentiment dreht. Apropos Sentiment, ihr seht hier nochmal den Fear and Greed Index, der ist aktuell bei 12, der war schon mal nochmal ein Tacken niedriger, aber ihr seht hier alles sehr rot, Market Volatility ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Ich würde jetzt auf jeden Fall vielleicht noch nicht mein ganzes Pulver verschießen, aber ich werde jetzt schon anfangen, wieder mit leichten Tranchen nachzukaufen. Zeige ich euch gleich, welche Werte das sind. Bei Twitter habe ich eine ganz interessante Grafik entdeckt, welche Werte jetzt wie weit vom All-Time-High gefallen sind. Und da seht ihr schon zum Beispiel mit Peloton 91% im Minus, das ist schon Wahnsinn, auch eine Netflix 73%, Uber, selbst eine Disney mit minus 47% und zum Beispiel JP Morgan, also die größte Bank der USA, selbst die ist mit über 30% im Minus, auch ein Starbucks, ein Salesforce, also auch eine Nike und auch eben Google und Microsoft sind ordentlich gefallen, also es ist keineswegs nur ein ordentlicher Rücksetzer bei so ein bisschen gehypten Aktien, sondern wirklich auch bei sehr grundsoliden Aktien ging es ordentlich bergab. Ansonsten Thema Inflation habe ich letztens auf Twitter einen ganz interessanten Artikel geteilt. Schaut entweder mal auf meinem Twitter-Account @flolindemann vorbei oder ich linke den Artikel auch hier unten. Da ging es darum, wie eigentlich die Inflation so einen Pizza-Lieferdienst in den USA bedroht. Das fand ich sehr, sehr interessant und durch steigende Rohstoffkosten, Mietkosten, Lohnkosten geraten die halt immer weiter unter Druck und sie können natürlich nicht unendlich die Preise anheben, weil irgendwann macht man sich die Pizza halt selber. Und interessante Zahl, die da drin ist, die Marge ist auf 1% vom Umsatz für den jungen Mann hier jetzt gesunken, was echt Wahnsinn ist. Da zeigt sich auch wieder, die Inflation hat wirklich auch reale Auswirkungen auf Geschäftsmodelle. Schauen wir jetzt aber mal in meine Watchlist, was ich da trotz Inflation, trotz Ukraine-Konflikt, trotz China-Lockdown, gerade trotz steigender Zinsen, was ja so ein bisschen diese Vierer-Kombination für diesen perfekten Sturm gerade ist, was ich da trotzdem spannend finde. Ich fahre da so ein bisschen die Strategie, dass ich da eher in Tranchen einsteige. Ich habe jetzt zum Beispiel für Alphabet und Amazon, die habe ich ja eh im Sparplan, aber mit einer relativ niedrigen Sparplanrate, die habe ich jetzt mal ein bisschen nach oben gefahren, weil ich gerade Alphabet finde ich jetzt mittlerweile wirklich sehr günstig. Wir können ja mal gucken, die haben jetzt ein KGV von bereinigt unter 20. Und wenn man jetzt diesmal zum Beispiel einen fairen Wert anguckt, sind die da jetzt ordentlich runtergegangen und deutlich unter dem historischen Schnitt. Es kann natürlich sein, dass die noch weiter fallen, aber generell finde ich Alphabet auf jeden Fall mittlerweile relativ fair bewertet. Amazon kauft man aktuell natürlich vor allem auch wegen AWS. Da sieht man auch hier, man geht davon aus, dass 2022 relativ schwieriges Jahr wird, aber danach viel Upside. Ansonsten 3M habe ich schon länger auf der Liste.
Bin ich allerdings eben noch nicht so überzeugt, wie wirklich die Inflation da weitergegeben werden kann. Das ist so das größte Fragezeichen bei mir. Die Rohstoffkosten treiben die natürlich ordentlich nach oben. Dann Versicherungen sind natürlich spannend, weil die halt relativ viel in Bonds investieren, was jetzt kurzfristig natürlich auch sehr negativ gelaufen ist. Mittelfristig sind die aber, glaube ich, haben die auch ein stabiles Geschäftsmodell, wenn die Zinsen ein wenig höher sind. Jetzt hier mal die Allianz, die leider nicht ganz so viel Dividendensteigerung hat, aber ist, glaube ich, so eine grundsolide Aktie, die jetzt auch über 5% Dividende zahlt, hat aber gerade ausgeschüttet, also muss man fast ein Jahr auf die erste Dividende warten. Ansonsten Banken sind ordentlich gefallen. Das ist so eine ganz klassische Bank. Die Bank OZK zahlt seit 23 Jahren Dividende, ist so ein bisschen so ein Regionalmodell, würde ich sagen. Die sind sehr gut vernetzt, sollte man sich mal ein bisschen genauer angucken. Dann BlackRock, die sind natürlich jetzt auch ordentlich gefallen. Schauen wir uns auch mal kurz an im fairen Wert. Also seht ihr auch von hier ziemlich weit nach unten, ist jetzt auch unter dem fairen Wert. Liegt natürlich daran, dass wenn die Assets sinken, und diese Assets under Management ist natürlich die wichtigste KPI, weil davon BlackRock für seine ETFs und so weiter Gebühren verlangen kann. Wenn der Markt unter Druck gerät, gerät auch diese Aktie unter Druck. Aber die haben so eine Marktposition, dass da mittlerweile ein Einstieg für mich auf jeden Fall spannend ist. Die Aktien kosten allerdings $600. Also da ist in Tranchen, muss man mindestens immer eine Aktie kaufen oder man legt eben einen Sparplan an. Home Depot, auch der Baumarkt in den USA, Ming Lovis, der größte, das ist so eine Art Duopol dort, ist halt wie ein klassischer Baumarkt, ist auch ordentlich zurückgekommen, jetzt auch unter einem fairen Wert. Schauen wir uns gleich mal den rationalen Handelsscore an. Bei denen ist natürlich so ein bisschen die größte Frage, wenn jetzt Inflation steigt, wir in eine Rezession geraten. Kaufen die Leute dann wirklich noch so groß in den Baumärkten ein? Geht das vielleicht ein bisschen zurück? Das muss man sich, glaube ich, jetzt gut angucken. Aber generell ein tolles Unternehmen. Score schauen wir uns gleich an. JP Morgan Chase, hattet ihr gerade schon gesehen, die sind sehr, sehr stark gefallen, mit am stärksten, ist aber die größte Bank in den USA. Die finde ich aktuell spannend. Da kommt am Samstag eine große Aktienanalyse zu, die ich schon zum großen Teil fertig habe. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Prudential Financial, Versicherung, habe ich schon relativ große Positionen. Neu, Snap-on, der ja, Industriemaschinenhersteller, ist auch ein bisschen zurückgekommen. Ist aber jetzt noch nicht kein Kauf, aber habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Store Capital, Texas Instruments sind alles Werte, die ich schon länger hatte. Verizon, Union Pacific, auch ein Oligopol oder ja, Oligopol würde ich sagen in den USA. Die sind allerdings noch ein bisschen teuer, aber ist auf jeden Fall auch so eine Aktie, die immer Spaß macht. Auch Visa hatte ich schon letzte Mal. Die sind auch ein bisschen zurückgekommen, aber immer noch relativ teuer. Die sind auf jeden Fall auch spannend, vor allen Dingen in Zeiten steigender Inflation, weil die natürlich mit steigendem Payment-Volumen, wenn Inflation hochgeht, muss man mehr zahlen, steigen auch die Gebühren für Visa. Also ein ganz spannendes Modell, würde ich sagen, in dem Konstrukt. Schauen wir uns mal ein paar rational Handelsscores an. Hier seht ihr schon, Visa wäre aktuell sogar bei 100%, trotz natürlich brutalem Kursumsatzverhältnis, was aber den Margen, an den hohen Margen und dem guten Wachstum liegt, ist 20% zurückgekommen, wäre vielleicht nochmal ganz spannend. Ansonsten, Home Depot hatte ich schon gesagt, auch über 100%. Hier könnte ich mir auch gut vorstellen, eine erste Position aufzubauen. Wenn ihr hier mal eine ausführliche Analyse wollt, gerne auch unten kommentieren. Texas Instruments finde ich noch ein bisschen teuer, sieht man hier auch am Score. Ist noch unter 100%. JP Morgan Chase sieht schon 117%. Da fehlt natürlich jetzt noch eine ganz qualitative Analyse. Die habe ich schon gemacht. Kommt, wie gesagt, Samstag im Video. Ist auf jeden Fall eine spannende Aktie, aber Banken immer nicht ganz so einfach. Also abonnieren und Samstag die ausführliche Analyse nicht verpassen. Paar Aktien sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Alphabet, Amazon habe ich schon mit einer ersten Tranche nachgelegt. Werde ich weiter die nächsten Monate machen, weil es kann wirklich die nächsten Monate nochmal runtergehen. Also feuert jetzt nicht alles raus, sondern macht es vielleicht über Sparpläne oder Tranchen die nächsten Monate. Es kann immer weiter runtergehen, als man denkt. Seid dafür einfach vorbereitet. Und ansonsten freut euch auf die große Analyse am Samstag.
Bevor ihr zum nächsten Video springt, möchte ich euch noch ein Video von mir ans Herzen legen. In diesem Video hier erkläre ich euch, warum die ersten 100.000 Euro die wichtigsten und schwersten sind. Ansonsten vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Dann bleibt mir noch zu sagen, immer rational handeln.